So, Leute, ich bin hier jetzt in der Schlacht von Borales. Ich hatte es ja eigentlich versprochen, dass ich es mit dem einen Video mal angucke. Jetzt habe ich mir kurz eine Russengruppe gesucht. Und ich würde sagen, wir laufen da jetzt einfach mal durch. Und ich schreie schon, dass ich Go machen soll. Ich hab einfach null Ahnung, was in der Instanz abgeht, wie stark die Gegner sind oder was die Bosse können. Ja? Also wirklich gar keine Ahnung. Ich habe mir jetzt eine Gruppe gesucht, also ich bin in so eine Russengruppe, wie gesagt, rein. Und die haben soweit ganz ordentliches Gear, so wie es scheint. Oh, da haben wir den geedit. Also es müsste ganz gut durchgehen. Aber wie gesagt, es ist halt die erste Woche. Und da man das halt nicht im HC oder im NHC gehen kann, habe ich es halt noch gar nicht gesehen. Also es kann jetzt. Oh, scheiße, wir haben irgendwas geedit. Es kann jetzt halt gut sein, dass wir gleich an irgendwelchen Bossen wegrippen, weil wir keine. Oh, nice. Die CC'en einen in der Schitte drin. Okay. Das war jetzt gerade fies. Die haben mich in der Lava Void haben sie mich CC'd. Und ich bin nicht mehr rausgekommen. Und das ist ein Haufen Elite-Mobs. Ich glaube, die solltest du eigentlich gar nicht pullen, weil der Boss. Ich habe mir das mal grob angeguckt. Der Boss ist nämlich da oben. Also da hinten hoch. Musst du irgendwo gehen. Schau mal, die legen hier so eine Void. Und dann CC'en sie dich in der Void drin. Das ist eine fiese Nummer. Das ist eine fiese Nummer. Ich glaube, die sollte man eigentlich alle gar nicht pullen, so wie ich das sehe. Ich glaube, wir sollten nicht durch die Vo Also die Void, die haut richtig raus. Die haut richtig raus. Mir wurde gesagt, dass die Instanzen, die man freischalten kann, wo ja jetzt hier die Borales-Instanz dazugehört, dass die anscheinend ein Ticken schwieriger sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass einige die schwieriger empfinden, weil sie die halt vorher nicht im HC oder im NHC gelaufen sind und deswegen nicht wissen, was sie tun, ja? Und ich weiß ja jetzt auch nicht, was ich tue. Ey, was ich für ein GS hab, der ist bei 3,39. Also jetzt eigentlich gar nicht so niedrig. Und die Gruppe ist im Schnitt auch, sieht man jetzt, hat das auch geladen. Die Gruppe hat einen Schnitt von 3,37. Also vielleicht sollte ich da einfach mal rausgehen. Anstatt hier euch ein GS zu zeigen. Also sowas. Also jetzt nicht sonderlich niedrig, würde ich sagen. Also für die erste Woche ist das, denke ich mal, ganz gut. Ja. Für die erste Woche ist es sicher ganz gut. So, ich denke mal, wir müssen jetzt mal rausfinden, was wir dann bei den Bossen machen müssen. Ich könnte mir den ja mal so im Dungeon Compendium vorher ein bisschen angucken. Oder ich schaue mir einfach den Loot an. Oh fuck, der hat aber viele Fähigkeiten, ne? Warte mal, wir schauen uns mal jetzt die Tankfähigkeit an. Und zwar eine Welle Zerstörung schlägt über den Gegner, zaubert ihn hinweg, verursacht, was ich kann, und betäubt 4 Sekunden. Also der macht irgendwo eine Welle. Und ich nehme mal an, dass ich diese Welle ausweichen kann. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich weiß es nicht, ja. Und ich denke mal, wir können hier was skippen, oder? Weil Trash Mob Loots habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Die skippen jetzt einfach mal. Oh mein Gott. So viel dazu. Die Russen sind immer so gut, ja. Nix. Pustekuchen. Pustekuchen. Ich laufe vorbei und er triggert halt einfach. Aber es wurde geblindet. Es wurde geblindet. Ich habe das Blind natürlich aufgehauen, weil wir ihn hier rein, ne? Ist eh klar. Also, wir machen keine Kinkerlitzchen hier. Wir müssen hier reiner ehen. Wieso hohen GS? Ja, vielleicht weil ich mir Gear gefarmt habe. Was ist denn das? Du wirst hier gestunt und kriegst so ein Damage rein. Also, ich glaube, irgendwas mache ich hier auch falsch. Oder wir machen irgendwas falsch in der Gruppenkonstellation. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haut der Trash gut rein, ne? Ich habe am Ende in den anderen Mythic-Instanzen habe ich weit nicht mehr so viel Schaden gekriegt. Wahrscheinlich stehe ich Noob in irgendeiner Void Zone immer drin. Deswegen kriege ich so rein. So, und hier ist der. Ne, da ist noch nicht der Boss. Hier ist einer am Galgen. Aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Dahinter müsste der Boss irgendwo sein. Kommandozentrale PvP. Könntest du der Instanz dazu? Oder ist das irgendwie. Oder ist das einfach nur falsch? Also, man sieht hier, hat man so einen gewissen Pfad, den man anscheinend laufen soll, der so ein bisschen vorgefertigt ist. Also, man soll anscheinend nicht in der ganzen Instanz rumgammeln. Und da sind auch brennende Wegen, also man soll das nicht alles machen. So, ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal aus, nehmen die mit. Und da kommt aber auch noch eine Patt, sehe ich gerade, ne? Da kommt auch noch eine Patt. The fuck it. Ich glaube, das solltest du unterbrechen. Diese Granaten, die hauen so einen Schaden raus. Ich glaube, du musst die Mobs hier ein bisschen stunnen. Hier macht er wieder so eine Bombe. Warte, jetzt desorientieren wir nochmal. Okay, jetzt macht er sein Teer. Jetzt habe ich nichts mehr zum Desorientieren oder zum Interrupten. Weil das sind alles Sachen, die du nicht mit dem Kick interrupten kannst. Ne? Das seht ihr mal, wenn dieses Schloss dran ist, dann kannst du ihn halt nur stunnen oder was anderes machen, dass er aufhört, seinen Shit zu machen. So, ich glaube, da ziehen wir jetzt mal hier um die Ecke rum. Ich glaube, da laufen wir richtig in die Richtung. Und hier müssen wir noch richtig viel Trash anscheinend killen. Wobei, hier sind auch relativ viele kleine Mobs drin. Ne? Jetzt hoffen wir mal, dass das alles kleine Mobs sind.
Okay, das scheinen lauter kleine zu sein. Wir, eigentlich, oh nee, das sind nicht alles kleine, das ist auch ein großer dabei. Jetzt hätte ich fast alle gepullt und hätte wahrscheinlich wieder aufs Maul gekriegt. Den müssen wir, jetzt warte mal, ziehe ich die mal hier rein in die, in seiner Ehe. Ah, desorientieren wir ihn wieder. Okay, der lässt sich nicht desorientieren. Und Stun lässt er sich auch nicht. Stun-Totem war auch drin. Der vielleicht? Der lässt sich stunnen, okay. Jetzt haben wir aber nichts mehr. Knockback hätte ich noch skillen können. Der hat anscheinend auch kleine Typen dabei, ne, der Boss. Okay. Schauen wir, was die so können. Soll ich schon mal die anderen pullen? Wäre eigentlich jetzt vielleicht besser gewesen, wenn ich mit einer Gruppe ins TS gegangen wäre, aber ich habe die jetzt zufällig hier gesehen. Oh, der Heiler hat keinen Mana mehr. Ah, egal, wir pullen trotzdem. Juckt mich nicht. Ich liege jetzt gleich im Dreck hier, weil ich zu dreist gepullt habe. Wobei das mir das immer jetzt auch falsch angezeigt wurde. Und der Hund, der sucht sich anscheinend ein Ziel. Immer getauntet. Ah doch, okay. Anscheinend Taunt hilft, dass er zu mir kommt. Ich habe ja ein Addon drauf, das mir quasi anzeigt, ob ich die Aggro habe oder nicht. Ne? Also wenn es blau ist, ist alles gut. Dann habe ich keine Aggro. Und wenn es rot ist, dann habe ich nicht die Aggro. Und wenn es so orange wird, dann verliere ich gleich die Aggro. Dann ist es so ein Mittelwert. Das ist ganz praktisch bei vielen Mobs, sieht man das gut. So, ich habe keine Ahnung, was der hier kann. Was schreibt der? U9, W8? Ich habe keine Ahnung, was der Russe mir sagen will. Ja? Jetzt setzen wir hier mal mein Stuff ein. Also was W8 heißt, ich habe keine Ahnung, was das für Codes sind. Vielleicht ist das irgend so ein alter Sowjetcode. Egal, wir chargen da jetzt einfach mal rein. Warte, das Cola stellen wir ein bisschen weg. Wir chargen da jetzt einfach mal rein und schauen, was passiert. Was ist jetzt? Was macht er denn jetzt? Jetzt, ach so, er holt sich da jetzt irgendwen. Ach, Wait! Ach, fuck! Bin ein Vollidiot! Ja, richtig! W8 heißt Wait! Oh Mann, warte! Ja, okay! Steinig mich! Oh, ich habe den Stream-Chat gar nicht an gerade, weil ich gerade noch einen Guide aufgenommen habe. Ah, oh, das ist klar. Das heißt einfach Wait, ja, richtig. Warte mal, kommen die Mobs hier immer oder kommen die nur, weil... Nee, die spawnen. Schau mal, hier kommt einfach immer mehr Trash. Das ist aber ein cooler Boss. Also quasi muss ich einfach den Trash tanken. Und wir machen... Und der Boss verfolgt... Oh, ich werde gestunt. Oh, das war der Stun. Oh. Das ist nicht gut, so lange gestunt zu sein. Oh, der hat den Heiler gekillt. Fuck. Okay. Das war cool. Das ist ein cooler Kampf, muss ich sagen. Ist mal was anderes. Das ist was anderes. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Also dem Stun hätte ich wahrscheinlich ausweichen. Ja. W8 heißt Wait. Ja, es ist schon klar. Leute, ist klar geworden, ich bin Kacknoob, steinigt mich bitte. Steinigt mich. Ja. Aber so finde ich den. Also der erste Boss ist schon mal cool. Das ist bis jetzt mein Lieblingsboss in der Dings. Du hast einen Haufen Trash, den du wegcleaven kannst und musst eigentlich nur den Boss durchziehen. Du tankst quasi die Mobs so ein bisschen. Okay, warte mal, ich glaube, aus dem Einschlag muss ich irgendwie rausgehen. Das haut schon derbe rein. Und wir ziehen da jetzt gleich. Wir ziehen da jetzt gleich noch eine Putt. Das sind alles Aschenwind-Typen, ne, die wir hier haben. Das ist krass, wie viele das sind. Also, ich hatte ja gesehen, sobald ich die Questreihe fertig hatte, waren hier diese Aschenwind-Schiffe oder diese Piratenschiffe vor Boralos draußen. Ich denke mal, das müssten einige Mobs auch von denen hier sein. Mutmaße ich zumindest mal. Ich mutmaße. Hier kann man bestimmt, wenn man sich irgendwo durchbuggt, auch einige sparen, kann ich mir vorstellen. Wobei der Weg hier ja schon ein bisschen vorgezeichnet ist. Nein, nein, ich habe jetzt nicht geredet von der Ini, sondern allgemein. Allgemein jetzt in Battle for Azeroth, von den Bossen her. Muss ich sagen, ich mag Cleave-Bosse. Das zum einen. Und, im Besonderen mag ich eigentlich. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh, shit. Shit! Was ist denn mit euch verkehrt? Die haben einfach alle gekillt. Und da ist eine Quest. Okay, das war nicht gut.
Soll ich denn da jetzt für ein scheiß Ziel drauf? Ich habe aber nichts mehr, was ich ziehen kann. Ich habe noch ein GS. Ich habe noch ein GS. Oh, ich habe die alle gekillt. Warte, bin ich hier alleine? Boah, ich mache die alleine fresh, die Leute. Jetzt geht aber was. Er ist immun gegen Stun, natürlich. Jetzt muss ich alleine regeln hier. Alter, spring halt noch weiter in die nächsten Mobs rein. Was ist denn mit dir? Bis jetzt überlebe ich ganz gut. Die anderen habe ich weggecleaved. Na, schau, da kommt meine Crew wieder. Steht doch nicht in dem Scheiß drin. Oh nein, jetzt springt er halt echt in die Mobs rein. Ich adde halt jetzt, wenn ich den noch weiter rein. Also viel näher kann ich nicht rangehen, sonst adde ich halt. Ist der eine jetzt schon wieder tot? Ernsthaft? Jetzt rennt er halt echt in die Mobs rein. Weißt du was? Was macht er denn jetzt? Wo rennt er denn jetzt hin? Ja, okay, dann machen wir das Spiel, können wir zu zweit spielen. Dann essen wir halt beide. Na super, aber er kann durch die Wand durchschießen, oder? Kannst du echt durch die Wand durchschießen? Ja, ernsthaft. Er schießt halt durch die fucking Wand durch. Wir müssen, Leute, wir müssen den Mob machen, sonst haben wir den die ganze Zeit, die ganze Innie am Arsch. Hier, den hier brauchen wir. Bin ja auch immer für Skippen, aber das hilft halt leider nichts. Der Typ, der denkt sich halt einfach, ja, juckt mich nicht. Oh, scheiße. Alter, was hauen denn die rein? Die visieren halt immer einen Spieler an. Und killen den halt. Da ist irgendwo noch eine Quest. Also das ist eine Gruppe, die wollten den Fast Run machen, ja. Deswegen bin ich da reingegangen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Aber anscheinend haben die auch keine Ahnung, was hier so... Oh, warte mal, unten ist echt eine Quest drin. Warte mal, irgendwas hier ist ein Hai. Anscheinend. Oh! Okay. Wie zur Hölle sollen wir die Kiste kriegen, wenn der Hai einen one-shottet? Okay. Das ist typischer Golf-Flatschergon. Willst du jetzt hier wieder darauf ansprechen, dass ich letztens mal hier... Ne, was ist letztes Mal? Das ist schon 2 Wochen her, dass ich mal so ein Polo-Shirt hatte. Wie kriegt man diese Quest da? So, warte mal, sollen wir einfach mal die Mobs hier machen? Ach, du musst schnell sein, dann... Ah, 2 Sekunden habe ich, okay. Ich muss näher ran. So, warte. Oh, shit. Okay, da runter sollst du nicht springen. Also du musst da schon rein und musst halt schnell sein. Okay, aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Rein und klicken. Ja, okay. I see. Ich schreibe das denen mal. Ich schreibe das denen mal, nicht, dass sich die wundern, was ich da veranstalte. Dass ich mich da immer selber umbringe. Okay, jetzt habe ich sie. Aber rauskommen tust du nicht schnell. Jetzt überleg mal, du willst hier Dings machen, Iron Man. Ja? Da, dann war's das schon mal. Ich glaube, du stirbst auf jeden Fall, wenn du diese Quest annehmen willst. Habe ich sie jetzt an... Oder ich habe sie jetzt instant wieder abgegeben, oder was? Warte mal, ich habe irgendwas bekommen. Warte mal, was habe ich gekriegt? Unleserliche Korrespondenz. Keine Ahnung, was das ist. Es ist fraglich, ob ich das irgendwo hier als Quest drin habe. Nee, das ist die normale Instanz-Quest. Die hatte ich auch schon. Sturmwind. Ah, schau mal, ich muss die unleserliche Korrespondenz nach SW bringen. Und das machen wir nachher noch. Die bringe ich dann nachher noch hin. So, jetzt machen wir die Instanz weiter. Jo, kriegt man da irgendwas Cooles? Wisst ihr das zufällig schon? Dann können wir da mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal die Instanz hier fertig.
Einen Boss haben wir erst gelegt. Hier, der Hai ist auf jeden Fall tricky. Ja, der ist tricky. Der ist tricky auf jeden Fall. Ich muss mal morgen gucken, ne? Wenn ich morgen den Ruf fertig habe, hier, dann können wir die anderen sonst auch noch angucken. Also den Rogue und den Hexer habe ich schon mal out-DPS'd. Immer, zumindest immer eh. Da, ah, den Mage komme ich nicht ganz ran. Da komme ich nicht ganz ran. So, das ist jetzt der nächste Boss. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Jetzt habe ich mir nicht mal das Dungeon Compendium angeguckt. Aber wenn wir vipen, dann. Alle Mann von Deck. Was hat das jetzt gemacht? Irgendwie gar nichts. Hä? Das kommt jetzt Trash, okay. Vielleicht sollte man da rausgehen, wo die Kanone steht. Ich weiß es nicht, was da jetzt passiert. Oh, der wird. Oh, okay. Ah, da müssen wir rausgehen. Okay. Warte mal, wir haben hier eine Kanone. Okay, die hat der andere eingeklickt. Nee, warte. Was passiert jetzt? Ah, schau mal, ich habe die Kanone angeklickt und schießt dann den Boss wieder runter vom Schiff. Aha. Was ist denn das jetzt hier? Alle Mann von Deck? Hä, das macht halt einfach gar nichts. Es kommt ein riesen Warnsignal, aber es passiert einfach nichts. Ich liebe immer so Fähigkeiten, ja, wo du denkst, jetzt stürzt die Welt ein und dann passiert nichts, so wie der Kataklysmus. Ich habe den ja damals zu Kata. Hier, alle Mann von Deck. Vielleicht werde ich jetzt gewonshottet. Ah, wenn ich davor stehe, kriege ich 23.000 Schaden. Okay, nice. Da haben die Trash-Mobs mehr Damage gemacht. Aber anscheinend kann ich dem ausweichen. Anscheinend kann ich dem. Ach komm, ernsthaft? Musst du jetzt für die paar Prozent nochmal aufs Schiff? Also wir müssen den Kanonentyp, den hier müssen wir killen. Den hier musst du killen anscheinend. Und dann droppt er die Kanone und dann kannst du den runterschießen, so wie es scheint. Zumindest, oh, jetzt müssen wir hier rausgehen. Ich werde jetzt auf die Kanone drücken, aktivieren. Und dann hast du den Boss wieder. Okay, du musst nicht mal zielen, du kriegst es einfach so. Wahrscheinlich verschwinden die Mobs. Ja. Okay, also der Boss war Freeloot, auch wenn du es nicht weißt. Oberstadt. Oh, Scheiße. Da muss ich als Guardian hochlaufen. Da muss ich als Guardian hochlaufen. Oh, fuck. So eine Scheiße, echt. Die Instanz ist aber lustig. So, man kann da auch anders rumlaufen, oder? Da kommen wir nicht drüber, oder? Achso, warte mal, der haut nach vorne raus, oder? Ja. Beim vorletzten Boss viel Spaß. Haut der gut raus? Okay, der viert, das hätte ich mir denken können, dass der viert. Nein, der führt mich jetzt in alle Mobs rein, oder? Oh, und die werfen Bananen auf mich. Was soll denn der Scheiß? Komm, ziehen wir sie da mal in die Orb rein vom Mage, dann damage der ein bisschen mehr. Oh, da kommt nochmal so ein großer. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Okay. Sollen wir die mit dem. Okay. Gut. Dann ist die Frage auch geklärt, ob wir die mit dem großen Mob holen sollen. Oh, Kacke. Oh, der hat ein Anti-Fear gestellt. Sehr schön. Warte mal, der macht eine Heilung. Den stunnen wir mal. Das wollen wir nicht.
Das wollen wir eher nicht. Sollen wir da ganz außen rumlaufen, oder? Ich dachte, wir kommen da so irgendwie hoch. Schade aber auch. Wir haben doch einen Rogue. Können wir nicht Master F machen? Aber bis ich dem russischen Rogue erklärt habe, was ich machen will, sind wir, glaube ich, so schnell da durch. Wahrscheinlich, wenn der vorletzte Boss, wie hier einer aus dem Stream schon schreibt, danke übrigens fürs Follow, so spaßig sein soll, dann werden wir wahrscheinlich eh vipen und dann bringt es der Master F auch nichts. Die hauen ganz schön raus, die Typen, ne? Nerv nicht, hey, grüß dich. Okay, der macht eine große Welle, den muss man ausweichen und da muss man hinter Statuen sich stellen, schreibt hier einer. Okay, werden wir gleich mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also die wollen wir nicht adden. Können wir den hängen lassen? Ne, den la können wir nicht hängen lassen. Ich glaube, jetzt töten wir den kurz, dann nehmen wir den großen unten mit, dann machen wir den vielleicht einzeln. Weil die einen heilen, ne? Also normalerweise bin ich dafür, möglichst viel zusammenziehen und wegcleaven. Aber wenn du natürlich Mobs hast, die heilen, bringt es meistens nichts, möglichst viel zusammenziehen. Deswegen muss man da ein bisschen schauen, wo man bleibt. Jetzt führt er wieder. Vielleicht hat der Shami seinen Tod. Ja, der hat's gecheckt, was er machen muss. Weißt du, solche Leute mag ich. Die sehen, okay, ein Mob viert. Beim ersten wissen sie es nicht, klar, woher auch. Und dann beim nächsten Mob wird halt einfach ein fucking Totem gestellt, ne? Das ist halt, das sind halt, da will ich jetzt nicht mal sagen, dass das Leute sind, die krasse Spieler sind, sondern Leute, die einfach mitdenken, ja? Das ist halt so, einfach mitdenken. Das hat schon mal viel wert, so ein Verhalten. Das gefällt mir immer. Weil dann wirst du wieder hier in einem Nevada rumgeführt und dann landest du in der nächsten Mobgruppe, dann vibest du noch. So Sachen zu nutzen ist ja halt ganz praktisch. So, was brauchen wir denn jetzt noch da oben? Ne, wir müssen sogar noch ein paar Mobgruppen, oder? Können wir hier hochlaufen, ohne dass wir den triggern? Wenn wir ganz am Rand laufen, vielleicht. Ah, sieht gut aus. Oh nein, sind es wieder solche. Ich glaube, da charge ich jetzt mal ganz schnell rein. Nice, der hat auch einen Stun reingehauen. Weil die Kasten hier ihr Schießen kack. Und wieder alle Schaden kriegen. Warte, ich kann das da nochmal zeigen. Mit dem Item-Level 339 habe ich. Schau, die schießen hier random auf die Leute. Deswegen kriegen alle so viel Damage. Ah, und er macht seinen Link-Totem. Das ist clever. Das ist clever. Der Shami-Heal ist clever. Muss man mal sagen. Der macht seinen Job gut. Und das damagen alle gut. Alle 10k. Ich glaube, die Russengruppe taugt doch was. Muss man den Trash wegmachen hier? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Trash wegmachen müssen. Ich pull den Trash mal hinter. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Fuck, wir haben den Boss geedit. Lauft, Leute. Den kann man hoffentlich resetten. Okay, der Boss ist resettet. Oh, wir haben alles geedit. Wir haben alles geedit. Oh, scheiße. Ich bin gestunt. Nee, das werden wir nicht überleben. Kann ein bisschen weglaufen. Bald sie alle bei mir sind, charge ich da hoch. Lauf nochmal ein bisschen weg. Ich habe den einen, der geblindet war, rausgeholt. Scheiße. Ich habe alle CDs jetzt durchgehauen. Shadow Melt. Oh, kack, ich bin das Gift gestorben. Wir haben kein Battle jetzt, ne? Ich muss laufen. Vielleicht kriegen sie es noch. Aber da kam jetzt aller Trash gleichzeitig. Jetzt muss ich hier außen rumlaufen, blöderweise.
Weil wir den Boss geaddet haben, ist, glaube ich, aller Trash gleichzeitig gekommen und da waren scheiß viele Mobs, ihr habt es gesehen. Mich hat es jetzt gewundert, dass wir es nur so gut gepackt haben. Jetzt mal schauen, ob ich da nochmal eingreifen kann. Weil die Mobs sind alle fast tot. Wäre jetzt eigentlich gut, wenn wir das noch kriegen könnten. Dann hätten wir zumindest ein gutes, dass wir allen Trash einmal gekillt haben. Dann hat es vielleicht schon was gebracht. Dann hat es schon was gebracht. Dann haben wir nämlich allen Trash gleichzeitig, und wir wissen, wenn du den Boss pullst, kommt aller Trash, also musst du den auf jeden Fall machen. Dann bleibt das nicht aus. Aber jetzt habe ich alle CDs, die ich hatte, rausgewählt. Ich hatte blöderweise da kein Inker ready. Sonst hätte ich richtig rein damagen können, weil ich bei der Gruppe davor Inker gedrückt habe. Aber jetzt habe ich es wieder für den Boss quasi. Warte mal, den können wir eigentlich kurz retzen. Ah, gut, aber so kann man auch den Raum clearen. Einfach alles plus Boss rausziehen. Das war jetzt der Hard Mode quasi. Aber so kriegst du den Raum wenigstens schnell clear, ja? So kriegst du den Raum schnell clear. Der sollte sich mal hinsetzen, ne? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch wieder keine Ahnung, was der kann. Vorher meinte irgendeiner, er macht Fluten und muss sich hinter eine Säule stellen. Ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt, what the fuck, was haut denn der raus, der Typ? Aber wir haben auch HT gezündet, okay. Oh, okay, da muss ich ausweichen. I see. Ich habe jetzt blöderweise keine CDs. Am besten ist es halt so, wenn du einen Boss als Tank. Ich nehme mal an, hier, oder? Super, das hat mich halt trotzdem erwischt. Das hat mich halt trotzdem erwischt. Aber theoretisch sollte man sich anscheinend da hinter die Statue stellen. Okay, jetzt kriege ich echt das Maul, jetzt muss ich defensiv spielen hier. Achso, da wollte ich ja ausweichen eigentlich. Jetzt drehe ich genau in Mage rein, aber es kommt schon nicht mehr. Warte, drehen wir ihn hier rüber. Gut, die machen halt genug Damage. Oh, ein 350er Finger. Nice! Nice! Mal 340 bin ich jetzt. Nice. Punkt 340. Okay, die Mobs haben wir jetzt anscheinend irgendwie geskippt. Aschenwinds Bestie zerstört unsere Schiffe. Sieht aus, als gibt's in diesem Wrack noch brauchbare Artillerieteile. Baut was daraus und tötet ihr Haustierchen, bevor uns nichts mehr bleibt, um Aschenwinds Flotte. Benötigt Ersatzteile. Wo krieg ich die Ersatzteile her? Töten wir das einfach. Habe ich jetzt den Boss gepult? Scheinbar habe ich den Boss gepult. Ich weiß nicht, ob man das hier tanken muss. Ich habe irgendwas um mich rum, was man aber dispeln könnte. Das macht Magieschaden, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die. Weiß nicht, ob ich hier irgendwas tanken muss. Ich tank jetzt einfach mal die Tentakel. Obwohl, das sieht so aus, ob ich die andere tanken sollte, hä? Das sieht so aus, ob ich die hier tanken sollte. Ah, schau mal. Die Tentakel muss ich tanken, nicht die andere. Oh, da ist einer abgeraucht. Ich retze den jetzt einfach mal. Was ist denn mit diesen Kack-Tentakeln verkehrt? Also den einen Typen haben wir rausgeholt. Der macht die Kanone klar, okay. Und jetzt? Ach, da muss jetzt jemand reinspringen. Aber ich denke mal, ich sollte als Tank wahrscheinlich lieber tanken und nicht da reinspringen. Aber das war jetzt erstmal der erste Schuss, oder? Macht jetzt die Kanone kaputt? Ja, genau. Wir müssen. Oh! Ich sollte da nicht runterfallen. Und der macht. Anscheinend müssen wir alle Typen rausholen. Dass hier. Ah, ja, schon mal hinten ist auch noch eine Kanone. Also ich muss als Tank immer die großen Tentakel tanken, anscheinend. Da muss ich weglaufen, oder? Der Cast in eine Richtung. Ja, okay. Ich muss immer das Ding tanken. Die müssen den Typen raushitten, quasi. Aber es haut ganz schön rein. Okay, der macht wieder seinen Hit.
An, das Spucken ist von ihm. Und da kommt eine zweite Tentakel. Also wenn du die anderen nicht rechtzeitig tötest. Ich schulde euch was. Jetzt gebt mir einen Moment, um die Kanone klar zu machen. Hütet euch. Geladen und entsichert. Achso, der castet das dann erst danach. Bro, raus da, raus da. Oh, das hab ich doch noch abgekriegt. Und dahinter ist das letzte Ding, oder? Kriegt man da drin Schaden in dem Ding? Oh, scheiße. Oh, fuck it. Der hat mich geschnappt! Was soll denn die Kacke? Oh, nein. Oh, nein. Du darfst nicht durchs Wasser gehen. Holt mir aus der Kacke raus hier. Ich krieg übelst Damage. Oh, dammit. Ich hab noch ein GS, ne? Okay, das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Du solltest da lang gehen. Das war jetzt ein wenig dumm. Jetzt haben wir auch keinen Battle Rats mehr. Oh shit. Ich bin außer Reichweite. Lass nicht zu, dass diese Bestie mich frisst. Hütet euch. Hütet euch. Der Heiler ist fast am Hops gehen. Oh, ich soll. Er hat auch kein Mana mehr. Ah, super, jetzt kommt eine zweite. Ja, das wird uns halt rippen. Ich hab halt jetzt auch nichts mehr. Ich könnte noch ein GS machen. Hatte ich den vorhin schon eingesetzt? Oh, scheiße. Okay. Jetzt sind auch alle tot, okay. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Alter, was ist denn... Ja super, jetzt hänge ich hier unten drin unter dem Balken. Ich hasse es. Ich hasse Blizzard dafür. Ich bin weggekommen durch Shadowmeld, ne? Und dann kommst du unter den Balken rein und kommst nicht mehr raus aus dem Scheiß. Okay, das müssen wir mal machen, aber jetzt wissen wir, glaube ich, wie es geht. Was zum Essen dabei? Hier jetzt mal mit Full Support. Hier habt ihr ein altes Buff-Food. Also Typen raushitten, Dings tanken. Mittel, Left, Right, schreibt er. Ja, können wir machen. Das ist zu weit entfernt. Lass nicht zu, dass diese Bestie mich frisst. Okay, die haben das eine jetzt instant weggemacht. Dass diese Bestie mich frisst. Haust am besten immer die Tank-Tentakel kaputt. Hütet euch. Dann müsste das halt dispeln, das wäre halt gut, das haut nämlich übelst raus. Ah, jetzt hat das gedispelt. Hütet euch. Ich brauche ein Ziel. Sonst Wasser wirst du hier auf keinen Fall reinkommen. Lass nicht zu, dass diese Bestie mich frisst. Ich muss näher ran. Hütet euch. Der hittet eigentlich immer dahin, wo er vorher stand, so wie es aussieht. Oh, was kickt denn mich jetzt dahinter? Was sind denn diese Fische? Das ist bestimmt ein Achievement. Das ist bestimmt ein Achievement, dass du dir so einen Haufen Fische reinkicken musst. Ich kann mir das vorstellen. Oh, vielleicht sollte ich hier lieber das Ding tanken. Also irgendein Achievement-Zeug zu machen. Dann gibt es bestimmt ein Achievement, dass du 20... Oh, kacke. Ist der wegen mir jetzt gestorben, weil ich die Fische ins Wasser gekickt habe? Ups, ich glaube, der ist wegen mir jetzt verreckt, oder? Weil ich die Tentakel nicht getankt habe. Ich soll vielleicht weniger auf irgendwie Fische gucken und mehr. Ich habe noch keinen Rats ready.
Hütet euch. Sollten da nicht stehen, wo die Tentakel hittet. Das ist nicht so clever, da zu stehen. Und ich drehe sie einfach dahinter raus. Schafft mir dieses Ding. Wie lange haben wir denn noch? Noch zu lang. Ich muss näher ran. Eine steht doch immer in dem Hit von der Tentakel drin, ne? Hütet euch. Ich habe kein Ziel. Hilfe! Raster, raster. Oh, kacke! Da ist ein Loch. Da sind wieder Fische. Fische, 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 Fische. Ah, schau mal, da ist auch direkt das Ding hier daneben. Jetzt habe ich wieder Inka ready. Schwinket auch. Ich weiß nicht, ob wir den Boss dann auch noch besiegen müssen oder ob das dann so läuft. Ich mache die Kanone jetzt klar und dann ist Zolltag für dieses Monster. Ich hoffe doch mal, dass das dann wirklich Zahltag ist. Okay, das war's. Das war's. Ja gut. Habt ihr meinem Tierchen angetan? Na, es wird mir zu bunt. Bevor ich euch gewinnen lasse, verwandle ich Boralus zu Asche. Ihr habt euch gut geschlagen, Helden. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, Aschenwinds Flotte zu versenken. Aber das war nicht der Endboss? Das ist der Endboss. Wo ist mein Loot? Hä? Wo ist denn jetzt der Loot? Weiß anscheinend auch keiner. Aber wo ist der Laubhaufen? Ich sehe hier den Laubhaufen. Wo soll denn der sein? Ah! Da! Oh! Ah, aber okay, so eine Brust habe ich schon. Dann würde ich sagen, sprechen wir ihn an, oder? Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Beenden den Kampf. Wir alle haben unsere Dämonen. Und jetzt? Ach so, das jetzt ist fertig. Das war's. Also da kommt nicht mehr jetzt, ne? Boralus, ne, es sind auch bloß 4 Bosse drin. Oder? Mehr ist jetzt da nicht. Ich hatte da noch eine zweite Auswahlmöglichkeit, aber ich glaube, soll ich die zweite? Warte mal, ich probiere mal die zweite Auswahlmöglichkeit. Dann habe ich noch 2 Quests zum Abgeben. Mal gucken, was da kommt. Soll ich jetzt nochmal gucken? Bin ich dann nochmal bei Chainer oder muss ich nochmal komplett reinlaufen? Ich habe jetzt das obere gedrückt. Wir können auch mal beenden den Kampf machen. Vielleicht kommt dann Cinematic oder sowas. Weiß ich nicht. Anscheinend sind wir jetzt damit. Oh, warte mal, ich habe Eule gedrückt. Ich wollte eigentlich nach vorne springen, nicht nach hinten. Ist. Das ist ganz schön kaputt gemacht hier, das Ding. Ich werde tun, was ich kann. Ah, okay, da kommt ein Cinematic dann. Unsere Verteidigung reicht nicht aus. Vaters Anhänger. Seit Generationen. Das Symbol von Kul Tiras Flotte. Ich dachte, dass die Hoffnung mit diesem Zeichen zurückkehrt. Das ich vielleicht die Flotte zurückrufen kann. Wie dein Vater einst. Ich lag falsch. Es war nie für mich bestimmt. Einen ganz schön tiefen Ausschnitt, die Frau Aschenwind. Da seid ihr.
Oh, da kommt die Flotte. Kapitän, Piraten in unserem Hafen! Alles an Deck! Und jetzt zeigt ihnen, wie cool Tyrannen kämpfen. Oh, das ist episch. Lady Aschenwind, eure Befehle! Lady Aschenwind! Das sind viele Schiffe. Oh. Das war ein cooles Video, definitiv. Gänsehaut-Feeling. Das war echt cool. Sind die ganzen Russen weg? Okay, sind wir einmal durch. Das war echt cool. Aber ist jetzt die Stadt, nachdem ich die Instanz einmal gemacht habe, schaut die jetzt anders aus? Das will ich mir jetzt nochmal angucken. Jetzt können wir die Quest mal abgeben und schauen, was da noch kommt. Ich habe ja noch die zweite Quest in SW, ne? Da müssen wir auch nochmal gucken, was wir davon kriegen. Das war aber auf jeden Fall episch. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu leise von euch, für euch, aber beim Dings wird das immer... Ist immer ein bisschen blöd, sonst müsste ich den Sound wieder extrem laut stellen, ne? Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Haltet den Kurs. Oh, 17. Die Allianz hat uns einen großen Gefallen getan. Dafür werde ich ihnen ewig dankbar sein. Okay, wir müssen jetzt am Rat teilnehmen. Ach komm, das lasse ich auch noch auf der Aufnahme drauf. Machen wir das am Rat teilnehmen noch fix und dann gehe ich nach SW. Oder kann ich mich direkt hierher porten? Ah, machen wir erstmal das mit dem Rad, würde ich sagen. Ah, das da hinten. Ach genau, das wollte ich mir jetzt eh angucken, ob das jetzt kaputt ist oder ob das... Kann nämlich hier hochfliegen. Was würde ich Chainer snacken? Was sind das für Fragen um die Uhrzeit? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Vor allem snacken finde ich ja schon mal eine gute Wortwahl wieder. Ist zwar schon ein bisschen grau geworden, aber ist noch gut im Schuss, sagen wir es mal so fair, Alter. Sagen wir es mal so. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Wir müssen nach oben. Und dort oben... Moin, moin. Ja, vielleicht kann ich das nochmal ein bisschen... Weiß ich nicht, vielleicht kann ich die das noch ein bisschen laut machen. Oh, mir werden die Ohren wegfliegen. Mach's mal aufs 10, ne? Jetzt ist die Musik bei mir schon übelst laut, aber... Komm ich da rum? Lass mich rein. Ich muss dahinter. Da, wo die Russen auch alle sind. Ach, ja, dann nehme ich das mit. Danke für euer Kommen. Ich werde mich kurz fassen. Seit langem werden wir von Zwietracht und durch Feinde von innen geschwächt. Die Absichten der Horde sind klar. Diese Wilden wollen uns brennen sehen. Daher bitte ich euch heute, der wahren Lordadmiralin von Kul Tiras zu folgen. Meiner Tochter Jaina. Wir müssen unser Bündnis mit der Allianz erneuern, deren Helden uns vor unserem Untergang bewahrt haben. Die Wahl liegt bei euch. Oh. Haus Kronsteig steht euch zur Seite, Lordadmiralin, wie auch der Allianz. Die Sturmwacht wird unsere Flotte unter dem Banner der Allianz zum Sieg führen, wie schon zuvor. Ich danke euch. Euch allen. Ich gelobe euer Vertrauen nicht zu enttäuschen. Es ist mir eine große Ehre, Kul Tiras erneut in der Allianz willkommen zu heißen. Möge das Licht uns zum Sieg führen. Was, jetzt taucht er auf, der König. Ich mach die ganze Arbeit und jetzt taucht er auf. Weißt du, der hätte aber mitkämpfen können hier. Hier, der Keni. Nennt euer Anliegen. König Vryn, es gibt jemanden, den ihr treffen solltet. Oh, bitte lass es jetzt. Sie trug entscheidend zur Rettung unseres Königreichs bei. Und meines Lebens. Ich höre. Ich höre. Eine Ehre,
eure Bekanntschaft zu machen, König Vryn. Ich bin Telia. Telia Fordragon. Fordragon? Bolvars Tochter. Nach dem Dritten Krieg zogen wir sie unter unserem Schutz groß. Telia, bitte erhebt euch. Die Ehre ist meinerseits. Kanntet ihr meinen Vater? Hochlord Bolvar war ein großer Mann. Ein wahrer Held für die Allianz. Und für mich. Ich erinnere mich. Er schrieb euch Briefe. Und er nannte euch immer... Mein Augenstern. Die Briefe rissen eines Tages ab. Ich habe so viele Fragen. Telia, besucht mich in Sturmwind, wenn ihr Zeit habt. Ich habe viele Geschichten über euren Vater zu erzählen. Ja, machen wir das doch mal. Gehen wir mal auf Besuch in der SW. Haben wir jetzt noch eine weitere Quest gekriegt? Nein, das ist die SW-Quest. Die muss ich später noch spielen. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal einmal nach SW gehen. Machen wir das so rum. Da sind wir, glaube ich, am schnellsten. Die SW-Quest gehört auch noch dazu, meint ihr? Nehmen wir die noch mit. Nehmen wir die noch mit. Dann habt ihr noch ein bisschen Story im Video quasi. Auf jeden Fall richtig, richtig episch. Muss ich sagen, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, es war jetzt laut genug bei euch. Aber viel lauter dann... Oh, ich habe nochmal Gold gekriegt. Ja, nehmen wir das Gold doch mit. Schicke Sache, das. Schauen wir mal, was wir in SW noch kriegen. Ob ihr sagt, dass ihr Vater quasi jetzt der Lich King ist und hier in der Eiskrone hockt. Weil ihr wisst ja, Bolvar war ja der Hans Wursch, der bei Tyrion quasi die Dings angenommen hat. Ja, da geht was. Warte mal, heißt Tyrion nicht auch Fordragon mit Nachnamen? Oder bin ich mir irrig? Oder wie heißt Tyrion mit Nachnamen? Ich bin jetzt gerade überlegen. Ist der Bolvar und der Tyrion etwa Brüder? Nein. Ich irre mich doch gerade, ne? Ja, Bolvar ist jetzt der Lich King. Bolvar ist der Lich King jetzt. Oder halt hockt da zumindest. So, hier müssen wir den Brief abgeben. Der Einzige, der das wusste, ist tot. Echt, hat er das nicht weitererzählt? Ach, Fordragon und Fordragon. Okay, das ist ein bisschen anders, okay. Oh, nochmal ein Video. Oh. Vertraut ihr nicht der Tochter der See, nehmt euch vor ihr in Acht. So rief er aus, als ihn das Meer verschlang und versank in dunkler Nacht. Blutrot der Strand von Kalimdor, hört ihr die Männer schreien? Ihr Vater fiel in Terramor, denn sie ließ ihn allein. Im Herzen.
Herzen schwer, trägt er nur ein Begehr. O See, wo ist mein Kind? Doch unversehens am fernen Meeresstrand stieß der Feind herab. Die Tochter sah die gnadenlose Schlacht. Doch wandte sie sich ab. Verraten von dem eigenen Kind. Das ist noch nicht mal ein Schiff. Das ist noch nicht mal ein großes Schiff. Jetzt höre ich zu. Vater. Ach, das ist der Vater? Also, ein Teil von dem Video kannte ich schon. Den Ruf weit übers graue Meer erschallt noch heute hier. Vertraut ihr nicht der Tochter der See, nehmt euch in Acht. In Acht. Vor mir. Krasses Video. Das war jetzt aber länger als das, was man schon gesehen hatte, oder? Was Blizzard schon veröffentlicht hatte. Das ist, glaube ich, jetzt so die Extended Version, weil das am Schluss waren, glaube ich, nicht dabei. Und zwischendrin waren auch ein paar Sequenzen mehr. Gut, okay, jetzt sind wir mit dem Queststrang hier einmal komplett fertig. Jetzt soll es das auch mit dem Video gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, und schreibt mir gerne mal, was ihr von der Instanz haltet, beziehungsweise von den Cut-Sequenzen am Ende. Euer Cellar, bis zum nächsten Mal. Ciao.